Ich grüße euch. Heute machen wir miteinander einen Krupften, einen Obatzen oder, wie man so schön sagt, ein Käsegmanschi. Dafür benötigen wir erstmal eine Schüssel, ein scharfes Messer, einen Kartoffelstampfer nehme ich. Manche benutzen auch die Gabel. Dann brauchen wir ein Esslöffel circa von unserer Butter, 200 Gramm Brie oder einen anderen Camembert. Dann brauchen wir 200 Gramm von unserem Limburger. Wir sagen da auch dazu Backsta-Käse oder Stinkerkäse. Und 150 Gramm bis 200 Gramm Sahne-Schmelzkäse oder auch den mit Kräuter. Des Weiteren eine kleine Zwiebel oder wie hier jetzt eine halbe. Dann brauche ich ein Eigelb und Schnittlauch. Sowie an Gewürzen benutze ich edelsüßen Paprika und Pfeffer sowie etwas Kümmel. Wer keinen Kümmel mag, kann den auch gemahlen reingeben oder einfach weglassen. Salz nehme jetzt ich nicht, weil durch den Backstarkäse, den ich jetzt hier nehme, Limburger, ist genügend Würze drin, so dass ich das nicht benötige. Und wenn man den Obatzen nur mit Camembert und diesen Schmelzkäse oder Butter zubereitet, dann kann es sein, dass man etwas Salz benötigt. Aber in meinem Fall braucht man es nicht. Auch ist er bekannt, dass man einen Schluck Bier dazu gibt. Das mache ich auch nicht. Dann können auch die Kinder mitessen. So, jetzt fangen wir mal an. Ich backe immer vorab schon mal die Käsesorten alle auf. So. Dann stelle ich die zur Seite und dann kommt gleich der nächste, dass das alles in einen Aufwasch ist. Und ihr seht, es geht eigentlich sehr schnell. Hier bei uns in Franken gibt es ja viele Keller. Bei uns sagt man, ich gehe heute ein wenig auf den Keller, wenn das Wetter dazu passt. Das bedeutet, das ist im Wald. Ja, ich sage mal, wie so ein Biergarten, nur ist das bei uns im Wald. Und das heißt dann eben auf die Keller gehen. Wir haben hier ganz viele davon. Die sind auch im Sommer gut besucht. Ja, und da gibt es natürlich auch einen Obatzen. Da trinkt man dann sein Seidler dazu. Was wiederum bedeutet, es ist eine Flasche Bier, ein Seidler ist eine Flasche Bier. Und am Mors sind zwei Flaschen Bier. So, und jetzt schneiden wir unsere Zwiebel. Das versuchen wir ein wenig fein hinzukriegen mit unserer Zwiebel. Wer natürlich auch eine Unverträglichkeit gegen Zwiebeln hat, da genügt es dann auch, wenn man nur den Schnittlauch nimmt. Geht auch. Also die Zwiebel ist jetzt nicht zwingend notwendig. Zwiebel regt natürlich auf dem Keller unseren Durst an. Das ist natürlich für den Wirten positiv. Ne? Jetzt geben wir unsere Zwiebel auch in unsere Schüssel hinein. Hole ich mir mein Limburger her. Ich lege mir die Sachen immer rechtzeitig raus, an einem warmen Ort, weil wenn der wenn der frisch aus dem Kühlschrank kommt, dann ist der ziemlich hart. Und umso schwieriger ist es, den dann zu stampfen, zu vermischen.
Dann schneide ich mir immer so kleine Würfeli ab in unsere Schüssel. Jetzt gehe ich schon mal her, jetzt tue ich schon mal den Teig stampfen. Und wie gesagt, ich nehme da den Kartoffelstampfer und drücke das dann da schön durch. Ah, ich habe eine größere Fläche, die ich gleichzeitig stampfe. Und ich tue mir einfach leichter. Um die Kraft herzubekommen, habe ich einen ganz anderen Hebel, als wenn ich die Gabel nehme. Wenn man natürlich ganz clever ist, dann lässt man das den Mann machen. Man schneidet die Zutaten und bittet seinen Mann, das einfach zu stampfen. Die haben sich natürlich noch leichter wie wir. Er eignet sich natürlich schön, wenn man Grillbuddy hat, dass man vorher ein bisschen so Häppchen hinstellt. Da geht er immer ganz gut. Man kann ihn auch verschenken, indem man ihn in Gläschen abfüllt und als Mitbringsel sozusagen verschenkt, wenn man wo eingeladen ist. Es ist kein Vergleich zu den gekauften Obwatzen, die man in unserem Supermarktregal findet. Also ich habe das auch schon ausprobiert. Ich habe da noch keinen gefunden, der wirklich so schmeckt. So, jetzt habe ich das schon grob vermengt. Jetzt schneide ich meinen Brie. Dann mache ich das genauso. Und wenn es euch doch zu spät einfällt, dass ihr eure Käse, verschiedene Käsesorten aus dem Kühlschrank holt, dann legt dann einfach ein bisschen auf die Heizung oder erwärmt die Backröhre und legt dann da hinein. Das ist natürlich auch alles machbar. Ihr seht, der ist schön weich, der bleibt schon am Messer kleben. Genau so wollen wir ihn haben. Wählt auch die Schüssel groß genug, damit ihr da richtig drin stampfen könnt. Und euch nicht bei jedem Stampfen das Material davon fliegt. So, jetzt gebe ich da auch meinen Schnittlauch mit dazu. Ist auch recht schön fürs Auge, wenn ein bisschen was Grünes drin ist. Ein Stück von meiner Butter. Ich nehme immer circa einen Esslöffel. Wenn es ein wenig mehr, ein wenig weniger ist, ist das auch kein Problem. Es passiert nichts. Auch ist es möglich, unseren Sahne-Schmelzkäse durch Frischkäse zu ersetzen. So, wenn ihr jetzt Frischkäse daheim habt, könnt ihr auch den nehmen. Und jetzt zu unserem Eigelb. Das Eiweiß gefriere ich ein, das muss man nicht wegwerfen. Das kann man 10 Monate eingefrieren. Die Menschen unter uns, die viel Low Carb machen, die kaufen sich sogar das Eiweiß extra und andere werfen es weg. Aber wir gefrieren das Ei, dann können wir es weiterverwenden. Jetzt mischen wir da unser Butter noch schön mit runter und unser Eigelb.
Dampf bis runter zum Boden. Und jetzt gebe ich ein bisschen Paprika edelsüß dazu. Ihr könnt da ruhig einen Teelöffel voll reingeben. Paprika ist nicht so schlimm. Wenn ihr ein wenig schärfer haben möchte, kann auch Cheyenne-Pfeffer mit hineingeben. Das ist das Problem also auch nicht. Bisschen am Pfeffer. Muss jetzt auch nicht zwingend sein. Wer das, wie gesagt, nicht so scharf will, das kann ja jeder dann, wenn er sich das Brot zurecht macht, selbst dann auf seinem Brot noch drauf geben. Es kommt immer darauf an, wer mit isst. Ein bisschen an Kümmel. Und dann vermischen wir das. Somit ist unser Krupfter, unser Obatzter, unser Käsegmanschi auch schon fertig. Ich habe vorhin zu Beginn schon erwähnt, dass manche auch ein bisschen ein Bier mit hineingeben. Es ist nicht falsch. Er wird dadurch ein bisschen geschmeidiger. Aber ist halt nicht jedermanns Sache. So, das ist unser Käse. Manche, jetzt ist es fertig. Jetzt richten wir das noch schön an. Wir essen immer ein Rettich und Radieschen dazu. Und ich bedanke mich wieder bei euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen und freue mich über einen Like, sowie auch, wenn ihr uns abonniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wie immer. Tschüss, eure Mimi und Wessi.